Oh, really? Das T-Shirt ist schwarz-blau gestreift und das Blau wird ausgepixelt. Geil. Gleich wieder da. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Legends. Dieses Mal alleine, weil irgendwie doch keiner mehr Zeit hat. Ich habe keine Rückmeldung. Und wir legen los bei geiler Musik. Und ja. Mit Hunger. Wir sind immer noch hier. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich genau vorhatte letzte Folge noch. Okay, ich weiß nicht, was hier die Killen drin steckt, hier unten. Das muss offen bleiben. Ich glaube, ich war gerade dabei, meine Maschinen umzuverlegen. Kurze Zwischenfrage, wie sieht's hier aus? Hundertprozentig geklärt. Details auf Deutsch. Okay, die Modular Sockets hat gearbeitet. Läuft. Dann würde ich sagen, tun wir gleich noch mehr verdoppeln. Was jetzt die Kiste macht mit. Ob das gleich noch ein bisschen Blei. Brauchen wir nämlich auch noch jede Menge ändern. Ist dann natürlich die Frage, also der produziert ja jetzt auch nichts mehr. Das heißt auch auf Deutsch, statt hier hinten bei der Power Tab. Eins führen die nur rauskommen. Hä? Müsste eigentlich zwei rausgekommen sein. Ja, gut. Okay, ja gut. Dann halt nicht. Jetzt ist hier natürlich Galena Ore Ground. Was haben wir hier noch so? Wie gesagt, wir können jetzt hier in den Hopper noch alle möglichen Arten an Erze reinschmeißen. Außer Pure Iron Ore, das geht nämlich nicht. Silber geht noch. Okay, der Rest ist Copper und Iron. Wow. Dann sollte ich vielleicht dafür sorgen, dass Copper und Iron nicht Priorität 1 haben. Was wie folgt funktioniert. Das ist auch Forest Chick. Oh, okay. Gut. Ja, wollte ich noch mal schauen, denn jetzt brauchen wir noch schnell eine Kiste, die wir einfach schnell oben raufstellen. Ich will eigentlich jetzt nur 13 Minuten aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das einhalte. Ich hoffe allerdings, denn alles andere ist jetzt, denke ich, nicht zielführend. Und ja. Kommt jetzt erstes Mal Iron Ore und noch Copper. Warte, das Ganze hat jetzt so allerdings doch wieder zur Folge, dass Eisen Priorität 1 ist. Mäh. Dann war das anders. Genau, da kommt jetzt hier Eisen rein. So, wie löst man das Ganze? Problem. Ja, genau so macht man das. Jetzt wird dann hier immer das erste nachgefüllt. Ah, nee, fail. Komm mal anders. So, genau, und jetzt kommt hier Copper. Und jetzt hat das Ganze verfolgt ablaufen. Sobald das hier frei ist, kommt dann hier zuerst der. Ja, okay.
Und so sorgen wir sogar dafür, dass Eisen als letztes durchgebraten ist. Weil wir Eisen, glaube ich, genug haben. Genau. Was steht jetzt als nächstes an? Also ich werde jetzt den Reaktor hier nicht nochmal anschmeißen. Dann werde ich jetzt seine Energie immer noch verbrauchen lassen. Und Holz fällen jetzt erstmal. Das ist auch noch was, was ansteht. Also ich werde jetzt dann die Maschinen erstmal anschmeißen für die automatische Erzverarbeitung. Dann schaue ich mir an, wie viel so ein Solarpanel kostet, damit ich dann doch eine Quelle mache, weil das ist halt anders fast schon ein bisschen sinnlos. Ich meine, ich habe hier einen Junkloader. Und da wäre ich quasi dann der Erste, der mittels einer Ender Chest Zeug hin und her transferiert. Ich denke, das ist durchaus cool. Allerdings muss ich halt auch noch ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel die Killen automatisieren. Noch ein paar Diamanten machen und eine Sortiermaschine und lauter solche Scherze, damit eben auch alles funktioniert, sag ich jetzt mal, ne? Und ja, das Problem ist halt am Funktionieren, dass das wahrscheinlich jetzt erstmal eher weniger der Fall sein wird. Weil das Ganze halt koordinationstechnisch nicht so ganz einfach ist. Weil man so viel dazu beachten muss. Und so weiter und so fort. Und deswegen fällt ich jetzt erstmal Holz, weil ich eigentlich auch keine Ahnung habe, was ich machen will. Und meine Musik ist, glaube ich, viel zu laut im Hintergrund. Stört mich jetzt allerdings nicht weiter. Dann hole ich mal das Mikrofon näher ran, beziehungsweise rede etwas besser ins Mikrofon. Dann sollte das auch wieder in geregelten Bahnen ablaufen. Das passt dann soweit, denke ich mal. Und nachdem ich ja eh alleine bin, muss man ja keine anderen Leute hören. Was bei meiner lauten Musik, also wenn die Musik bei mir zu laut ist, eher meistens das Problem ist, dass man die anderen nicht mehr hört. Gut, aber das Problem ist jetzt eher sekundär. Was jetzt erstmal primär passieren muss, und das weiß ich auch, ist die Herstellung von erstmal weiteren Dias. Und zwar nehmen wir dafür ein paar Saphire. Weil ich muss wieder ein paar Ressourcen umwandeln. Dankeschön. Aber erstmal 5 Diamanten. Denn ich würde ganz gerne hier die Modular Sockets, die ich habe hier bisher bloß eine verbraucht. Das heißt, das meiste kann ich eh noch hier hinten eh hinstellen. Das ist ja eh super. Okay. Was ich allerdings dafür noch auf jeden Fall brauche, sind Pipes. Komme ich gar nicht drum rum. Will ich auch gar nicht. Aus Glas kann man nichts erstellen, oder? Nee, also kein Clearglas oder so. Aber andererseits sonst sind wir bei Carpen, das bringt nicht viel. Gut, denn Mama, hier haben wir eh Stein, das ist ganz gut. Haben wir erstmal hier ein paar Steinpipes, die brauchen wir eh. Dann brauchen wir auch eine Holzpipe. Genau. Super so. Aber die können wir wegpacken, die Emeralds, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Item Input und Machine Output passt eh gut. Okay. Also folgendes. Ich weiß jetzt, warte mal, habe ich denn den Hopper so gesetzt, dass er automatisch irgendwo hinputtet? Ja, hier unten eine Kiste dann wahrscheinlich rein. Oder beziehungsweise muss ich dann wahrscheinlich mit einer Wooden Transport Pipe arbeiten, die dann aus dem Hopper rauspumpt. Okay. Ich bereite es einfach mal alles vor. Wird eine kleine chillige Baufolge. Weiß nicht, wie lange ich die mache. Wahrscheinlich jetzt doch, ja. Das wird definitiv länger als 13 Minuten werden. Dann hätte ich irgendwie noch anderthalb Stunden über. Vielleicht mache ich auch 43 Minuten. Kommt drauf an. Ich fühle mich eigentlich gerade ziemlich geil. Also ich fühle mich jetzt nicht geil. Also das ist... Ich fühle mich in einer guten Stimmung, um aufzunehmen und zu produzieren. Das wollte ich zum Ausdruck bringen und das habe ich total vergeigt. Ach, hoppla.
Ja, gut, andererseits. Rain juckt. Pistons brauchen wir später eh noch genug. Auch wenn glücklicherweise der. Ach, da brauchen wir noch Gears, ne? Habe ich eh genug Sticks für. Wow. So, dann machen wir hier jetzt natürlich noch das hier und brauchen jetzt dementsprechend noch ein paar Lever. So. Gut. Ich glaube, ich bin tatsächlich auch der Erste, der schon mit einem Hausbau angefangen hat hier. Ich wüsste zumindest außer mir noch keinen einzigen, der das schon gemacht hat. Okay, unten ist noch Copper, das nehmen wir mit. Weil es ein Erz ist. Weg, 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 kommt Cobblestone. Unten ist bestimmt eh noch welches. Ja. Arbeitet das? Ja, Alter. Es wird auch schon wieder Nacht. Und während ich jetzt hier halt arbeite, wird durch den Reaktor halt noch ein paar Erze geschmolzen. Und das ist ganz praktisch. Gut. Ach Gott, ich kann ja nicht fliegen. Das vergesse ich immer bei sowas. Boden kommt auf die Ebene, wo ich gerade stehe. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall noch ein Kabel hin. Wir brauchen ja eine Energieversorgung für die Killen. Und die brauchen nicht gerade wenig Energie. Das ist ein kleines Problem dran. Aber ich habe ein Reaktor-Setting, das funktioniert da ganz gut dafür. Und des Weiteren brauchen wir für die Killen noch was. Das ist jetzt zwar nicht zwingend erforderlich, aber es hilft ungemein. Ich werde jetzt erst, warte mal, das Körper kann ich doch viel intelligenter hier oben noch in eine Kiste reinpacken. Man sieht, es funktioniert. Das hat jetzt das Gold gecrushed. Jetzt haben wir hier Galena und jetzt kommt das nächste Zink. Und jetzt muss ich nochmal hier runter, weil ich ein bisschen noch Marble benötige. Mein Haus ein bisschen abzugrenzen, damit ich da ist ja noch einer. Donge! Das hilft mir einiges, so spare ich mir den Scheiß selber abzubauen. Also wenigstens habe ich hier unten in meiner Höhle gut Marble. Das hilft schon mal ganz gut. Wenn ich mein Haus aus Marble bauen will. Andererseits hilft es natürlich jetzt nicht so viel, weil man sieht es dann halt nicht von der Map aus. Aber das ist mir auch ehrlich gesagt recht wumpe, weil niemand juckt die Map. Oh Gott, ich glaube, ich habe was Wichtiges vergessen. Wie heißt denn das Ding? Activator, glaube ich. Wenn ja, wie sieht er denn aus? Ja, 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 doch, das ist er. Gut. Er ist natürlich fair, dass ich meine ganzen Pisten schon verkraftet habe und glaube ich kein einziges bisschen Eisen mehr über habe. Nope, das ist glaube ich alles draufgegangen. Ja, wir haben kein Eisen mehr. Felsen. Gut, wir brauchen ein Eisen. Aber das. Ach warte, wir haben noch das. Wir haben ja den Lifehack schlechthin. Nämlich armes Eisenerz. Mit ein Stück weit weniger als normal ist. Gut. Das ist jetzt allerdings auch erstmal weniger von Bedeutung. Was brauchen die Interior Clock? Oh, warte, bevor ich das mache, gehe ich nochmal kurz runter und schaue das im Singleplayer nach. Ich hinterfrag diesen World-Namen einfach mal nicht.
Ich kann euch mal zeigen, das ist quasi meine Testwelt, wo ich ein bisschen rumexperimentiert habe. Und man sieht hier schon quasi, das ist der endgültige Reaktor, den ich so auch bauen werde. Mit Wasser gefüllt und alles. Also ist recht praktisch. Das ist die Maschinerie an sich. Werde ich dann allerdings etwas anders aufziehen. Und da ist, glaube ich, tatsächlich eine. Ja, da ist eine Internal Clock dran. Okay, passt. Das wollte ich nur schauen, ob da eine Internal Clock dran ist. Gut, passt. Dann können wir hier wieder auf den Legends Server hinaufgehen. Und weiterbauen. Das ist doch bestimmt, wir sind Eisen geschmolzen, easy going. Easy peasy. Haben wir gleich mal wieder genug Material für zwei Pistons. Denn Pistons brauchst eh immer mal wieder. Haben wir noch Kobbel? Ja. Wir haben noch Kobbel. Ist ja gut. Und dann mache ich nochmal einen Dispenser. Ich glaube, ich habe noch ein paar Strings über. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wofür ich die ganzen Dispenser sonst noch gebraucht habe. Ah, warte mal, ich muss erstmal den Dispenser selber bauen. Hi. Ach, für die Maschinen-Outputs war das, ne? Das ist ein Activator. Den brauchen wir auch. Wozu, seht ihr gleich. Der braucht eigentlich nur eine Internal Clock, ein Item-Input. Ach genau, das können wir dann nachher noch schauen, die Internal Clock. Bauen wir aus einem Timer. Den brauchen wir aus einem Redstone-Output. An der Clock, an einem Redstone-Output geht aus einem Blink und einem Repeater. Dafür brauchen wir erstmal zwei Redstone-Fackeln. Okay, das kriegen wir hin. Zack. Repeater. So, dann. Ist schon Gold durch? Ein bisschen? Ja. Eins. Dann schmelzen wir noch schnell das Gold. Noch eine Clock und dann haben wir daraus jetzt, glaube ich, einen Timer. Daraus machen wir eine Internal Clock. Die brauchen wir nämlich auch. Okay. Damit ist quasi dann schon die nächste Maschine fertig, die wir noch brauchen. Zack, dann kommt hier der Activator dran. Die Internal Clock kommt dahin. Habe ich meinen Socket? Ich habe meinen Socket Remote natürlich nicht dabei, ich Idiot. So funktioniert das schon mal nicht. So, jetzt haben wir schon mal ein Item Input. Warte mal, der wäre es eigentlich sinnvoller, den. Oh, warte, ich brauche dann eh noch eine Wrench von dem Mod hier. Wo ist man? Da kann ich gleich noch das Socket Remote mitnehmen, weil das muss ich eh nochmal umstellen und dann schauen wir mal. Engineer's Toolbox. Die haben was für kurzen Redstone-Signal, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Was sind die Wrench? Drei Eisen und ein Knopf. Na gut, dann brauchen wir hier von 27. Knopf können wir uns craften. Die Ranch kann jetzt nicht großartig mehr als alle anderen Ranches auch. Also auch Buildcraft Ranch oder so. Die können eigentlich alle das gleiche. Und die sind auch untereinander kompatibel. So ist es jetzt nicht. Aber ich denke mal, wenn wir schon einen bestimmten Mod machen. Dann können wir auch
von diesem einen bestimmten Mod das machen. Das machen wir hier natürlich. Die Channel alle auf 1 und hier. Nein, das ist Redstone. Ah, fuck, wie ging das denn jetzt halt? Ich glaube, White war das. Ja, genau, das ist jetzt die Clock und die gibt jetzt ein Signal, aber wenn Blöcke innen drin sind, wird abgegeben. Die Blöcke werden von der Seite hier vorne eingeliefert. Ich hoffe, man hört nicht, dass die Kinder von Nachbarn gerade sehr laut sind und lautstark weinen. Das fände ich eher uncool. Ich brauche übrigens eine neue Spitzhacke, falls das jemandem aufgefallen ist. Machen natürlich auch wieder aus Amethysten. Von denen wir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht mehr so extrem viele haben. Aber wen juckt's? So. Das ist jetzt die Kiln. So. Jetzt gerade selber noch ein bisschen am Überlegen, wie ich das Ganze jetzt aufziehen werde. Wahrscheinlich ist es am sinnvollsten. Nachdem wir hier eh eine Art. Also eine Maschinenwand an sich geht eher schwierig. So. Also wir haben jetzt hier unten den Anschluss. Dann als nächstes, was ist denn noch eine Modular Socket, die nicht viel braucht? Also am besten wäre jetzt hier noch der zweite Grinder. Haben wir noch einen Strom-Input? Bestimmt irgendwo. Also ich brauche jetzt erstmal heute noch deutlich mehr von diesen Cards. Das ist schon mal ganz offensichtlich und klar, dass wir davon mehr brauchen. Haben wir noch Cards oder Kaktus? Ist noch eh Cactus Green drin. Wir haben ja eh noch genug davon. Dann tun wir schon Kabel wieder zurück. Das war knapp. Machen wir jetzt hier den Strom-Input rein. Dann wird das von unten mit Strom beliefert. Dann, oh Gott. Das Ding ist an sich, braucht diese, dass es hier reinkommt, eigentlich eh fast nichts. Also was wir benötigen, wäre hier ein, das probiere ich jetzt mal, ob das theoretisch funktioniert. Mist, aber dann brauchen wir noch was anderes. Gut, dann baue ich noch kurz ein Solarpanel da oben drauf. Das interessiert mich nämlich einfach nur, ob das überhaupt geht. Das mit einem Item-Output, das kann ich doch drüben auch einstellen. Warte mal. Ich habe eben das Item-Input. Ja, also wir brauchen jedenfalls ganz, ganz viele Maschinen-Outputs für den Scheiß hier. Nämlich jede Maschine braucht Maschinen-Output. Außer der Activator, weil der hat ja dafür sein eigenes Ding. Das Ding braucht nur ein Item-Input. Und da ist jetzt die Frage, ob man das nach oben oder zur Seite tun. Ich bin fast für nach oben. So. Kann man nämlich zur Seite theoretisch noch was anderes reintun. So. Jut. Hier haben wir eh noch Maschinen-Outputs. Das ist eh ganz geil. Also hier kommt auf jeden Fall... Vielleicht ahnt schon jemand, der zweite Grinder kommt hier rein. Ne? Und dann... Kommt hier noch der Maschinen-Output hin. Zack.
Socket, Control, Remote, na du weißt schon. Ah, da war gerade grün. Ach komm. Auf 2, das auf 1, das auf 1. Stone, und jetzt verbindet sich der Mist auch. So, damit hätte sich das ja eigentlich eh schon erledigt. Na, ja, warte, hier muss Iblos so weit. Muss ein bisschen planen, also wie gesagt, ich arbeite ja dann viel mit den Buildcraft-Fassaden auch, um meine Kabel zu verstecken. So, die Schlauen wissen jetzt schon, was hier reinkommt. Hier kommt nämlich dann Limestone rein, der dann hier automatisch gegrindet wird und dann hochgeliefert wird für die Killen. Alternativ haben wir noch eher schnell einen Hopper irgendwo rumliegen, der gerade nicht benötigt wird. Der wird nicht benötigt, oder? War eh nur noch für Eisen. Ja, aber das Zeug hier oben ist halt blöderweise noch Zeug, das eigentlich in die Killen reingehört. Ah, beziehungsweise ich brauche eh noch ganz viel mehr Hopper, weil ich muss da oben, das haben wir jetzt total vergessen. Aber wir brauchen oben natürlich einen Zwischenspeicher. Was natürlich dazu führt, dass das Ganze extrem hässlich wird. Nee, wird's gar nicht. Wenn ich den Schornstein ordentlich von außen hochziehe, wird das nicht hässlich. Ja, wir brauchen aber trotzdem noch einen Hopper für. Ja. Hier ist ein Hopper dran und eine Kiste oben drüber und die Kiste muss von den Pipes beliefert werden. Das heißt, prinzipiell kann ich dann hier einfach so hochstellen, dann passt das. Das reicht. Weil wenn der Hopper voll ist, dann sieht eh nichts mehr Großartiges. Wenn das dann kann ich hier mich schon mal an die nächste Maschine setzen. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch die Dingens. Den anderen Smelter. Also ich meine natürlich den Multi. Doch, Multismelter heißt das. Den beliefern wir jetzt anders. Nämlich noch von hinten. Wir erstmal einen Strom-Input wieder. Der